Jungs, wie war die Autofahrt? Geil. Super. Ganz entspannt, super durchgekommen. 10 Stunden sind wir gefahren. Und das wurde immer besser natürlich. Ja, so soll es sein, ne? 10 Grad wärmer als in Aachen. Perfekt. Genau. So können die nächsten 3 Tage bleiben. Und was steht heute noch auf dem Programm? Jetzt sind wir gleich erstmal zum Essen und zum Kennenlernen. Erstmal mit Leitl und den ganzen Kunden hier. Und heute Abend schauen wir mal, was es noch so gibt. Klingt nach einem guten Plan. Genau. Ja, schon die Jungen. Morgen. Moin. Also heute geht's jetzt los. Heute ist der erste Tag. Erster Tag heute. Ah, Julian ist auch schon da. Servus. Hallihallo. Wo fahrt ihr heute hin? Gute Frage. Kannst du nicht sagen? Selber noch nicht genau. Ich denke, die Geister von Leitl haben sich aber schon was Gutes ausgedacht. Ja. Und da können wir bestimmt heute Abend ein bisschen mehr berichten. Ja. Schön zu tun gehabt, du. Also das war auf jeden Fall ordentlich. 1000 Höhenmeter sind nicht ohne. Ja, zwischendurch halt die Beine komplett zugemacht. Aber nach der Pizza Margarita ging es dann auf jeden Fall wieder. Ja. Kann man machen. Auf weitere 2 coole Tage. Auf jeden Fall. Schön kaputt von heute, oder? Anstrengender Tag gewesen. Ja. Wie war's? Ordentliche Steigerung nochmal zu gestern, würde ich sagen. Keine Höhenmeter gemacht, dafür ordentlich Tiefenmeter auf jeden Fall. Aber mehr als genug. Sehr technisch, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr spaßig. Du hattest ja heute 601 das erste Mal. Wie hat's dir denn gefallen? 601 war eine Waffe auf der Piste. Also bei den Trails das optimale Rad. Es verzeiht auf jeden Fall viele Fehler, die ich gemacht habe. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen dazu. Also, wir wünschen euch was und bis morgen. Bis morgen, ciao. Getestet und fühlte sich auf Anhieb super sicher an. Hat auf jeden Fall einige Fehler auch auf den Trails verziehen, wo man oft das Gefühl hatte, okay, könnte schief gehen. Aber das Bike hat auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet und ich habe auf jeden Fall Bock, noch ordentlich Kilometer zu machen, auch im nächsten Jahr. Und ja, wir machen uns jetzt auf, Sachen packen und dann geht's ab nach Hause. Ab nach Hause. Ansonsten, toi toi toi, auf Wiedersehen. Macht's gut.